Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Na, noch Bock auf Weihnachten? Da sagt ihr, Gott, nimm die Mütze ab, Junkfood-Guru, Weihnachten ist vorbei. Egal, ich habe jetzt auf jeden Fall trotzdem Bock auf diese KitKat aus den USA. KitKat Gingerbread Cookies. KitKat mit Lebkuchen-Keksgeschmack. Wie geil ist das denn? Die liebenswerte Sonja von Food News Germany aus den USA hat mir eine Tüte mitgebracht und ich habe noch eine Tüte von Sugar Gang bekommen. Das heißt, doppelt Grund, die Dinger jetzt endlich mal zu testen. Ein neues weihnachtliches KitKat. Und wenn wir etwas Glück haben, kommt die vielleicht, oder vielleicht auch nicht, vielleicht lässt sich KitKat Europa inspirieren, die auch rauszubringen. Denn KitKat in den USA gehört zu Hershey's. Und nicht zu Nestle. Das ist so eine ganz besondere, die werden in Lizenz von Hershey's dort hergestellt. Deswegen ist das USA KitKat immer so ein bisschen anders. So, jetzt mache ich mal die Tüte auf und dann holen wir mal das erste KitKat raus. Wie sieht's bei euch aus da draußen? Habt ihr Bock auf internationale Tests oder sagt ihr, oh Gott, geh mal weg mit dem internationalen Krams? Wobei es ja gerade besonders spannend ist, da wir mittlerweile so viele Online-Shops haben mit internationalen Süßigkeiten, dass ich finde, dass es sich schon lohnt, die zu testen, weil man die ja irgendwo tatsächlich überall bekommt. Oder in diesen ganzen Süßigkeiten-Geschäften, Candy World, Candy Paradise, Candy City und Co., die gerade überall explodieren. Deswegen finde ich, es lohnt sich umso mehr, diese Süßigkeiten hier vorzustellen, damit ihr wisst, was lohnt sich zu kaufen und wovon lässt man besser die Finger, weil es zu teuer ist. Weil die Dinger sind schon teuer, weil sie importiert werden. Aber dann müssen sie natürlich auch schmecken. Und Gingerbread KitKat wäre so ein Ding, das hätte ich mir gekauft. Und ich packe das jetzt mal aus. Bin gerade überrascht. Es ist eher so Mini-Chunky-Style. Bei uns sind die kleinen KitKats ja so zweifach, so doppelt gemacht. Und das riecht, das riecht aber streng. Interessant. Aber muss ja auch Lebkuchen sein. Und es geht auch, glaube ich, in die Richtung Lebkuchen. So, ich mache jetzt mal mit euch zusammen. Gehen wir jetzt in die Großaufnahme. Und hier könnt ihr es nochmal sehen. Das KitKat aus den USA von Hershey's. Und die habe ich schon mal ausgepackt. Moment mal, wie sieht das denn hier aus auf dem Tisch? Sorry, ich räume mal auf. Hier ist das KitKat in Großaufnahme. Hier seht ihr nochmal das einzelne KitKat. Das drehe ich jetzt mal um. 1, 2, 3, Zauberei. Damit ihr auch sehen könnt, wie viel Schokolade hier drumherum ist und wie sich das so verteilt mit der Waffel. So, genug geschnackt, jetzt wird probiert. Es riecht ein bisschen streng. Aber, wow. Wenn man es isst, und die Augen zumacht, dann ist es ganz klar Lebkuchengeschmack. Bin erstaunt. Das ist echt gut gelungen. Jetzt vermisst man nur noch diese Lebkuchenkonsistenz, aber der Lebkuchengeschmack ist da. Und ich weiß noch, wie Lebkuchen schmeckt. Ich habe neulich mal so ein Lebkuchenhaus probiert. Das schmeckte auch genauso. Lebkuchenfans können damit nichts falsch machen. Auf Dauer wäre mir das ein bisschen zu viel des Guten vom Lebkuchen, aber geschmacklich ist es sehr gut getroffen. Deswegen würde ich den Lebkuchen-KitKat, Lebkuchen-Keks-KitKat heißt es ja auch, auf einer Skala von 1 bis 10 wirklich gute 8 Punkte geben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!